bevor wir zu Level 18 kommen, nochmal Level 17 kurz. Da ist mir in der Testaufnahme gerade etwas aufgefallen, nur um es zu zeigen, damit man es mal gesehen hat. Da ist nämlich ganz zufällig hier, Moment, wo war das? Hier, hätte man sehen können, ein Geheimnis drin, Unsichtbarkeit. Mit der könnte man hier noch Zeug einsammeln, vor allem die Megas. Tja, hätte ich das mal früher gemerkt, wobei das auch nicht so leicht geworden wäre, weil der Spawner trotzdem spawnt. Aber damit hätte man schon was anfangen können. Gucken wir mal, ob es hier vielleicht noch ein Geheimnis gibt. Nur zwei lumpige Megas, ist jetzt auch nicht so viel. Aber das haben wir ja schon geschafft, also lassen wir dieses Level mal beiseite. Und beginnen Level 18, das drittletzte des ganzen Spiels, des ganzen Add-ons. Auf zum Endspurt. Roter Raum. Ah, ich erinnere mich, das habe ich mir kurz angesehen beim letzten Mal. Kann ich den einfach so killen? Ohne meine wertvolle Gauss einzusetzen. Scheint sogar... ich mag den Typen nicht. Wie viel... Boah, hat der mir viel abgezogen. 28 Shield. Der muss mich kaum treffen. Das macht assi viel Schaden. Ich muss hier irgendwie mal die Tastatur ein bisschen rumrutschen. So, jetzt könnte das besser funktionieren. Da nehme ich vielleicht doch einfach die Gauss. Das geht ein bisschen schneller. Bevor er hier kommt, nehme ich, genau. Oder soll ich Guides nehmen? Moment, hier kann ich auch Homings nehmen. Wäre so meine Vermutung. Erstmal um den Kollegen kümmern, der ist viel gefährlicher. Und ich treffe ihn nicht. Aber ich darf nicht getroffen werden, auch wenn er einen ganz schnellen Schuss hat. Mit seiner doofen Aurora oder was das ist. Wenn ich so schieße, trifft das nicht. Ich weiche schon aus und er trifft mich halt trotzdem noch ein Stück. Vielleicht doch mit Guided. Das ist es bei dem auf jeden Fall wert. Er ist nicht der Stärkste, aber der Nervigste. Das sagt man sonst nur über diese kleinen Typen. Vielleicht hole ich erstmal den raus. Vielleicht kann der mir ja helfen, hier zurechtzukommen. Aha, das ist zum Beispiel eine Idee. Ich speichere kurz mal neu. Mich aus dieser Position um die Angelegenheit zu kümmern. Zum Beispiel so. Hahaha. Da ist der Computer wieder vollkommen überrascht, dass ich zu solchen Tricks greife. Jetzt weich halt nicht aus. Wo willst du denn hin? Ich treffe ihn doch. Jetzt aber. Dankeschön. Ja. Bin zufrieden mit dieser Entwicklung. Ist das Mikrofon nah genug an meiner Gesprächsausgabe? Meiner biologischen solchen? Ich hoffe doch sehr. Ich denke schon. Dich können wir jetzt endlich mal killen. Da ist noch so ein... Oh. Nervig. Der Grüne lebt noch. Jawohl, der hält ein bisschen mehr aus als die Aurora-Typen. Immer noch. Vielleicht ziele ich nicht genau. Danke für das Hinausbegleiten aus diesem Level. Von diesem Halt. An meine Waffe. So. Jetzt gab es hier natürlich gewisse Einbuchtungen, genau diese meine ich, wo Gegner versteckt sind. Die überhaupt nicht schmecken. 103 Shield lasse ich erstmal so sein. Tja, so eine Rakete macht weniger Schaden als so ein Schuss mit der Aurora. Das ist schon interessant. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht dauerhaft beeindrucken. Nur ein paar Minütchen. Der versteckt sich schon wieder. Ich würde hier jetzt gar nicht direkt weiter wollen. Moment, wer? Wo kommen Sie denn her? Schon wieder. Haben die sich einfach in meine Frontalrichtung reingeschlichen? Irgendwo von oben. Da. War er das? Hat der Raketen in petto? Ich habe das Gefühl... Oh, der ist... Oh, nö. Flashs, die wie Homings reagieren, das gefällt mir so gar nicht. Wo hat er die eigene Schere? Treffe ich da jemanden? Da ist doch jemand, warum treffe ich den nicht? Und wieso treffen die Raketen aber mich? Zum Glück nutze ich inzwischen viel häufiger Raketen, die dann doch nicht treffen.
Aber die vereinfachen die Angelegenheit theoretisch dann schon mal. Aber an sich würde ich da eigentlich immer nur mit Guidance arbeiten. Fast nur, gerade gegen solche. Mist, ich wusste, er trifft mich. Vielleicht gehe ich doch erstmal wieder rechts rum. Da muss sie ja variabel bleiben und diversifizieren. Der ist erstmal erledigt. Von hier aus, ich sehe ihn ganz klar. Ich müsste ihn eigentlich treffen. Ich habe ihn getroffen. Aber er lebt noch. Der schnauft noch. Aber nicht mehr lange. Was haben wir an dieser Stelle noch zu töten? Aus dem Level zu reißen. Nichts in Sichtweite, aber Zeug, was ich einsammeln kann. Was ich mich natürlich immer nur so ein bisschen traue. Denn kaum sammelt man was ein, kommt schon der Beschützer dessen und ist ganz wütend. Weg da, doof Raketen. So, alles gut. Er lebt aber noch. Aber er lässt sich nicht dazu herab, in Deckung zu gehen. Das war ein Fehler. Oh nö! Das war ein Trick. Ein vermaledeiter. Wo ist der eine hin? Der ist doch irgendwo hier links unten wahrscheinlich. War doch klar. Die kleinen Viecher, ey. Na gut. So weit, so ruhig. Aber immer noch in dem ersten Raum. Wir kommen langsam voran. Dann schaffen wir es langsam hoffentlich mal weiter in den nächsten Raum. Hier ist also nichts mehr jetzt. Die erste Mulde ist sicher. Oh, von wem? Die hat nur einen Gegner getriggert. Auf mich hinzukommend. Jetzt aber darf ich ein Stück weiter vor. Danke. Bis zum Shield. Ja, wunderbar. Das ist ja freundlich vom Gegner, dass er mich so weit vorlässt. Und dann will ich erstmal hier gucken. Da ist eine Tür. Ich glaube, da will ich noch nicht rein. Da könnten Gegner sich befinden. Die wollen wir nicht sehen. Wir können alle Freunde bleiben, wenn wir uns niemals treffen, niemals miteinander reden. Dann ist alles gut. Die liebsten Freunde oder wie nennt man es, die liebsten Verwandten, die wohnen am weitesten weg. Die trifft man am seltensten und die vererben dann am meisten. Dieser Blödsinn. Zeug. Dann nehme ich alles mit. Jetzt mach die Tür nicht auf, Junge. Das ist so nicht gewünscht von mir. Da ist aber noch was, was ich mir wünsche. Zeug ohne Ende. Was haben wir denn hier? Erstmal unsere Ruhe. Da geht es auf jeden Fall weiter. Na gut. Machen wir gleich mal einen Marker hin, damit wir uns das merken können. Können wir nämlich sonst nicht. Bleib offen. Sehr schön. Inzwischen kriege ich das gut hin, dass die Türen offen bleiben. Ich weiß noch, am Anfang, da habe ich oftmals den Marker daneben gesetzt. Das braucht ein gewisses Maß an Übung. Und Routine, damit das auf Anhieb funktioniert. Hallo! Willst du mal auf Anhieb kurz sterben? Ah, Musik. Dann halt nicht. Kann ich das noch irgendwie anders machen? Ich gehe mal kurz darum, dann sieht er mich nicht. Von wegen. Ich bin geliefert. Wie wäre es mit einer Guided? Wo ist er? Da ist er. Das hat er überlebt. Der Hund. Da... Jetzt ist er tot. Na also. Das ist es mir halt wirklich wert. Uah! Was ist das denn für ein weißer Typ in Gelb getarnt? Die sind doch immer sonst weiß gewesen. Die sind jetzt einfach nur eingefärbt oder das war ein Grafikfehler. Das könnte natürlich auch sein. Oh, her damit. Die ist ja nicht so schlecht. Also gut. Ich glaube, den Raum haben wir jetzt langsam zur Genüge ausgekostet. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier weiter oder da, wo wir eigentlich weiter sollen? Es gibt viele Möglichkeiten. Endlich mal. Ich habe so das Gefühl, es gibt hier so einen Rundgang nur hier auf der Lava-Strecke.
zum Energy Center. Das gucke ich mir mal an. Auf jeden Fall ist da ein Bombenleger. Der verschiedene Arten von Bomben legen kann, wie es scheint. Hallo, wer sind Sie? Kein sehr starker Gegner. Und ein toter Gegner. Blue Access denied. Needed. Ist ja fast wie denied. Och nö, nicht sowas wieder. Wo man einfach nicht ausweichen kann. Deckung, schnell weg. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht. Alles ist gut. So. Jetzt reicht's aber mit Guided. Das muss auch ohne gehen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal. Speichern auf dem neuen Stand. Level 18, ich glaub's aber nicht. Nur noch 18, 19, 20. Und dann mich auf den Boss freuen. Wahrscheinlich, wenn es keinen Boss gibt, das wäre ja richtig erbärmlich. Ja, er flieht. Dabei war er in perfekter Position. Hätte ich nach deiner Earthshaker reingeschickt, dann wäre er jetzt tot. Warum trifft das Teil eigentlich nicht mal einen Gegner? Wenn ich da schon eine Bombe extra zum Explodieren bringe. So, du musst noch sterben. Oder war das ein Bombenleger vorhin, den ich mit so einem weißen Typ verwechselt habe? Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Gut, der kann jetzt nicht mehr viel aushalten, der Rote. Der ist ja schon mal getroffen worden. Jetzt soll der einfach mal... Er will einfach nicht... Dann bringen wir ihn jetzt aber mal zum Sterben. Tolle Homing. Die trifft doch. Jetzt ist er tot. Boah, hält der viel aus, Mann. Mann, das war früher alles ganz anders. Da hat eine Homing gereicht und der Hulk war tot. Die guten alten Zeiten. Das ist noch nicht so ein Munitionsverschleiß gehabt. Gehst du mal kaputt. Und dann sind wir auch alle zufrieden. Jetzt schnappe ich mir hier noch etwas Übersicht. Hallo. Noch mehr von euch. Konnte ja keiner ahnen. Hat jetzt gerade einer von rechts noch geschossen. Der Gauss oder was? Deswegen fühlt sich das so unangenehm an. Gut. Entweder Homings oder ich benutze endlich mal wieder Flashs. Weil ich habe von denen noch ganz viele. Die sind jetzt auch nicht so schlecht. Leider sind sie bei mir irgendwie nicht zielsuchend wie beim Gegner. Ob es da noch ein Upgrade geben mag? Unwahrscheinlich. So kurz vor Schluss. Langsam, aber sicher. Das getroffen. Zumindest den Bombenleger hat es ordentlich verwirrt. Immerhin das. Mich gerade von da hinten, hat es mir Schaden zugefügt? Das wäre sehr merkwürdig. Durch die Wand durch. Ja, das war eine Erschütterung. Das hält der Chef nicht so leicht aus. Ist ja klar. Mist. Hä? Der hat mich nicht erwischt. Was war das für eine witzige Rakete? Kapitänin Karete. Rakete. Ob man die noch kennt, wenn das... Oh. Wenn das Video kommt. So, ich schieße da einfach mal rein, hä? Der hat Raketen und Gauss, oder was? Das ist ja der Übergegner. Auch wenn das irgendwie nur scheinbar schwache Erschütterungsgeschosse sind, also Concussions. Und jetzt kommt da keiner mehr. Keiner will in mein Feuer reinfliegen. Kann ich gar nicht verstehen. Das macht doch Spaß. Der lebt aber noch. Da hat er sich verbrochen. So eine Flash ist ja auch irgendwie gar nicht mal so gut. Ich will nur wissen, wo ich bin. Ganz woanders, als ich dachte. Es geht hier also nicht zu einem Energy Center. Vielleicht lasse ich den Bereich dann erstmal links liegen. Oder ich gehe hier nach links. Kann ich ja nicht. Aber hier erstmal hole ich das da. Und dann wollte ich in die Richtung abdriften.
das. Zack. Hilfe. Und nach links abfallen. 1, 3, 5. Sehr schön. Ah. Hat er mich? Ich glaube, er hat mich. Er hat mich. Ich habe nur 87 Shield. Warum? Ich hatte mal viel mehr. Aber ich war auch mal besser. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jetzt schon besser als früher. Auch wenn ich hier voll die Lava kaputt schieße. Vor allem komme ich hier nicht weiter. Da ist eine Tür. Das ist ja das Beste überhaupt. Da geht es noch nach oben. Irgendwo. Aber da geht es auch nicht weiter. Es geht quasi nirgendwo weiter. Ja. Dann lasse ich den Bereich auch erstmal sein. Und wir gehen ganz woanders rein. Durch eine Tür, die wir längst schon geöffnet haben. Nämlich diese hier. Speichern. Und den nächsten Gegner. Er nur wieder, der mich nicht erwischt hat. Hör, hör. Ausgerechnet er. Der lebt halt immer noch. Kann man den mit dem Marker eigentlich verwirren? Sieht der nicht durch den Marker durch? Das wäre witzig. Hallo. Lava. Überraschung, Gegner. Das Spiel weiß immer wieder zu überraschen. Plötzlich sind da Gegner. Aber ich habe nicht getroffen, aber ich muss niesen. Ohren zu halten. Denn wir wollen ja in Ruhe weiterspielen. Ja, man muss öfter niesen, wenn ein Ventilator läuft. Heute sind zwar irgendwie nur 17 bis 20 Grad. Überraschenderweise. Ich sehe das doch. Aber warm ist mir trotzdem. Kamen da wieder Gegner raus. Nur einer, hä? Will ich euch aber auch geraten haben. Dann ist hier unten was. Ah, jetzt bin ich nämlich auf dieser Seite. Der Geschichte. Die Frage ist nun, will ich da runter oder soll ich oben? Im Fort. Oh. Ja, ich glaube, da will ich hin. Du bist. Und du bist tot. Warum schießen die nicht? Haben keine Lust heute. Vielleicht ist das ein Fehler. Es gab ja in einer früheren Version den Fehler, dass die Bosse nicht schießen konnten. Schade, dass ich die Version nicht mehr erwischt habe. Hä? Was? Was? Alter Schwede. Muss ja nicht sein. Gut. Hauptsache, die kommen nicht wieder mit unsichtbarem Müll an. Wo ist eigentlich der blaue Schlüssel? Der sollte doch irgendwo hier sein. Hätte ich gedacht. Aber die sind ja relativ großzügig mit Shield. Huch. Das war ein bisschen Verschwendung, egal. Dann führt mich das bestimmt zu einem größeren Raum, der einen blauen Schlüssel beherbergt. Ja, das war schwer. Nein! Tür zu. Gut. Soll ich die Tür aufhalten? Ich glaube, es geht erstmal ohne. Das Schöne an diesem Level ist bisher anzumerken, es gibt keinen Thief-Bot. Das ist grandios. Von wegen großer Raum, das ist ja winzig hier. Und irgendwie hat das gar nichts zu bieten. Komisch. Da wird doch nicht etwa etwas sein. Nö. Was hat es mit diesen Räumen auf sich? Haben die irgendwas zu bedeuten? Ach, Moment, hier geht's weiter, oder wie? Geht's da rein? Nee, da geht's mal wieder zurück. Ich habe noch nicht ganz kapiert, was sie damit wollen. Kommen da später Gegner raus? Naja. Dann ist es mir auch egal. Aber die Wände wirken ein bisschen altägyptisch. Hätte man noch mehr draus machen können. Gut, auf die andere Seite wollen wir uns nun begeben. Beim nächsten Mal dann.